Ja, und Lederrüstung wahrscheinlich wieder. Ja, 1000 noch was. Das wäre mir dann doch zu viel. Werde natürlich auch versuchen können, sie auszurauben, aber beim Stehlen kriegt man meistens nicht so viel. Von daher. Ja, das wäre auch echt zu viel. Was tauschen wir denn jetzt noch ein? Ist nichts wert? Sehr merkwürdig. Werkzeug. Eine von denen hier. Na, gebe ich jetzt nicht so gerne her, aber hey. Sechshundert. So. Dass ich halt irgendwie einen Ausgleich schaffe, denn ich gebe. Ich versuche natürlich immer so viel wie möglich rauszukriegen. Na komm. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Deal, aber ganz ehrlich. Hauptsache, wir kriegen irgendwie die Münzen zusammen. 600 Münzen, okay. Das war auch der eine. Was können wir für dich tun? Das kam jetzt etwas unerwartet. War der schon letztes Mal hier? Das ist doch dieses komische. Waren wir hier? Nee, doch klar, wir waren ja hier schon mal drin. Ich dachte, das wäre der Sklave hier gewesen. Oder der Diener, mehr oder weniger. Du siehst einen großen Mann mit Tätowierungen im Gesicht und einem großen Knochen durch die Nase. Wärst wir? Geister seien mit mir, Freund. Sie seien überall. Manchmal sie sprechen. Wer ist der Typ? Was für Geister Geister? seien überall. Du komm mit uns. Großvater Knochen sprechen am meisten. Großvater Knochen? Ihr starker Geist tragen große Ehre. Moment, redest du etwa von dem Knochen in deiner Nase da? Nicht bei ihm bleiben, dann leichter zu erreichen, Geist. Darum er meistens sprechen. Kann ich dich noch was fragen? Wir viel wissen, reisen von großes Salzwasser bis ins Reich von beißenden Eidechsen. Ach ja, erzähl mir was über das große Salzwasser. Heimat von Stamm ist neben großes Salzwasser. 2 Monde von hier, mein Freund. Ja. Sehr gerne antworten. Beißende Eidechsen. Geckos, kleine Kerle, seien nicht so bissig, aber die goldenen, die dein Bein glatt durchbeißen. Da muss man aufpassen, da hat er recht. Hör gerne antworten. Warum reist du so viel herum? Händler Wick sollen hier sein. Er sagen, er wissen von Sklavenhändler. Wir hinkommen, nix sehen, böse werden. Vic haben wir dabei. Vic ist hier, aber ich glaube nicht, dass er viel über Sklaven weiß, abgesehen davon, dass er in Den als einer gehalten wurde. Erzähl mir noch was. Hör gerne antworten. Was machst du hier? Sklavenhändler haben Schwester. Denken, wir haben Informationen. Er nicht da sein, wir sauer werden und uns zusaufen. Geister vor Zorn und Chaos rauskommen. Und jetzt müssen wir zahlen, um wieder gut zu machen. Ach, war es doch der Sklave, oder? Ich dachte, wir hatten mit dem einmal geredet. Das wundert mich, weil an die Animation hier würde ich mich ja erinnern. Du suchst den Händler weg. Wick sein Verräter, nix Händler. Kommen in Dorf, sagen, wissen alles über Sklavenhändler. Wir kommen zu ihm. Wir gehen, er nicht da. Na, vielleicht ist das ja nur ein Missverständnis. Obwohl der. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Vic, der ist kein Böser. Vielleicht macht er einfach nur die falschen Geschäfte manchmal. Deine Schwester wurde von Sklavenhändlern geraubt. Schwester gehen zum Handeln in anderes Dorf und nie mehr kommen zurück. Wir sie suchen. Und was hast du herausgefunden? Ein Überlebender, Typ war schwer angeschlagen, sagte, böse Krieger kamen mit magischen Fackeln, Stammeskrieger fingen Feuer und gingen zum Geist. Was ist mit deiner Schwester? Böse Krieger fesseln Rest und gehen, nehmen Schwester mit, Freund, wir sie finden oder bei Versuch sterben. Es tut mir natürlich wirklich leid für den. Hört sich nach Sklavenhändlern an. Habt ihr was über sie herausfinden können? Wir wissen, Sklavenhändler seien in Den. Wenn wir frei, wir fortgehen. Okay. Also, wenn er von wir spricht, meint er ihn, ne?
Hör gerne antworten. Ich würde gerne mehr über die Gegend hier wissen. Was können wir für dich tun? Wo kann ich hier handeln und einen Heiler oder ein Zimmer finden? So viele Fragen. Heiler sich kümmern um Handel und ihre Mutter Ardin um Zimmer. Kein Schamane in Stadt, aber vielleicht du können um Medizin handeln. Okay. Was können wir für dich tun? Des Weiteren schon mal was von einem Garten-Eden-Erstellungskit gehört. Noch nie gehört, aber Maida uns halten beschäftigt. Maida? Sie sein Boss. Wir zahlen und gehen Schwester suchen. Ja, weil er hat sich ja betrunken, nachdem der Vic anscheinend nicht da war und hat die ganze, ja, den ganzen Raum zertrümmert und deswegen muss er jetzt eben für die Maida arbeiten, bis die Schulden abgegleicht sind. Was können wir für dich tun? Es geht in der Stadt so vor sich. Hier viel los. Wanzenmänner schnappen Rinder, Geister herumlaufen, Smiley weg. Okay. Genau, bei den Rindern, da waren wir auch dabei. Geister? Mhm. Smiley, genau. Wurde uns auch schon erzählt. Tor uns erzählen von Wanzen, die laufen auf zwei Füßen und stehlen Brahmin. Er sei erschüttert. Hm. Fangen wir mal weiter. Wir haben noch mehr Fragen an so. Ja, wandelnde Geister, erzähl mal. Canyon östlich von Herde soll haben wandelnden, heulenden Geist. Erschrecken die Bewohner. Großvater Knochen sagen aber kein Wort. Hm. Interessant. Noch mehr Fragen an so. Ja, kann ich dir noch mal was anderes was fragen? Können wir für dich tun? Was machst du hier? Sklavenhändler haben Schwester. Denken, wir haben Informationen. Er nicht da sein, wir sauer werden und uns zusaufen. Geister vor Zorn und Chaos rauskommen. Und jetzt müssen wir zahlen, um wieder gut zu machen. Okay, das kennen wir ja schon. Hör gerne antworten. Ich glaube, das reicht. Der sieht doch hier komplett anders aus. Du helfen Thor, wenn er verlieren noch mehr Brahmin haben großes Problem. Wenn er verlieren noch mehr Brahmin, na auf jeden Fall sah er aus, als könnte er Hilfe gebrauchen. Ich habe da noch ein paar Fragen. Etwas verwirrend. Okay. Und wir haben mit dem nie gesprochen? Das ist ja merkwürdig. Also ich war ja hier schon mal drin und habe auch mit der Besitzerin gesprochen. Hier ist der Hund auch wieder dabei. Das ist echt schade. Der verfolgt uns nämlich nur hier in der Örtlichkeit. Außerhalb des Ortes eben nicht. Sehr schade. Das Badehaus. Ja. Da werden Erinnerungen wach. Bevor wir weitermachen, solltest du wissen, dass die Bäder für eine Einzelperson und nicht für Gruppen sind. Du triffst deine Vereinbarung und deine Freunde können ihre eigene machen. Ich wollte ja nur mal gucken. Okay. Na, wir können auch mal gucken, ob wir die klauen können. Ja, ja, ist ja gut. Ich brauche kein Bad. Tut mir leid, dass wir dir nicht weiterhelfen konnten. Vielleicht schaust du ja später nochmal vorbei. Ja, tut mir leid. Ich muss gerade Geld sparen. Ansonsten... Ja, gerne. Immer dieses Gelächter. So, stehlen. Einmal angrapschen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt... 648 Deckel. Also fehlen uns nur noch 102. Die werden wir hoffentlich auch noch. Hier ist doch Vix. Also, Vix Laden. Der Laden von Vic. Muss ich was fragen? Natürlich. Wo ist dein Freund Ed nochmal? Bunkerstadt, schau es auf deinem... Ach stimmt, der hatte ja von seinem Freund erzählt. Ganz vergessen. Okay. Ich geh nochmal hier rein. Ich
Ja, $100 sollten wir jetzt auch noch mal irgendwie zusammenkriegen. Will ich mal schwer hoffen. Stehlen. Da kann ich nicht hin. Okay. Ich will trotzdem stehlen. Kleiner gewitzter Dieb. Naja, mehr oder weniger klein. Hier nochmal gucken. Komme ich zu dem hin? Ja. Tut mir leid, aber ich muss wirklich immer speichern, denn wenn ich erwischt werde, dann wäre das nicht so gut. Der hat auch nichts. Kann ich mit dem normal handeln? Hat der Münzen? Jawohl. Sehr schön. Dann geben wir dem einfach mal, was weiß ich was. Ups. Boah, die sind auch echt viel wert. 300. Stimpaks sind dann zu teuer. Ja. Die kosten einiges. Eine coole Lederjacke kostet auch einiges. Fragt man sich natürlich, ob ich dem Munition andrehen kann und das wird er noch nicht nehmen. Gegengift behalte ich auch erstmal noch. So, das wären jetzt 170. Ja, komm, passt so. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt. Danke für deine Hilfe. Wir haben jetzt wieder genug Geld dabei. $806 Deckel. Und mit diesen Deckeln können wir uns jetzt wieder aufmachen und dann hoffentlich das letzte Teil endlich mal einbauen. Das hat sich jetzt gezogen. Und dann dürften wir der stolze Besitzer eines funktionierenden Wagens sein. Hoffe ich mal. Meine Güte. Okay, wir speichern. Das hat echt gedauert. Aber ist ja auch komplett optional mit dem Wagen, muss man auch noch bedenken. Also, wir hätten die ganzen Sachen gar nicht erledigen müssen, haben wir aber gemacht, um an die beiden Teile zu kommen und an das ganze Geld, um endlich den Wagen, zu organisieren. Das habe ich jetzt einfach mal auf mich genommen. Westside. Okay, wir gehen in die Richtung hier. Und dann sollten wir mal stolzer Besitzer des Wagens sein. Moment, bevor wir uns den kaufen, sehe ich mich noch ganz kurz nach dem einen Ghoul um, der hier angeblich irgendwo rumhängt. Ich weiß gar nicht, wo meine Charaktere hingelaufen sind da. Hier ist keiner. Ach ja, da ist eine. Tobi weiß, wie er sich um seine Frauen kümmern muss. Ja, ich nehme mal an, dass er die mit Methamphetamin vollpumpt. Also dieses Jet ist ja Methamphetamin. Und das ist keine schöne Droge, aber ich, ja. Ich wollte eben sagen, ich weiß auch von keinen schönen Drogen, aber zumindest diese ganzen Chemikalien, die sind schon echt ekelhaft. Also das ist dann ja nur reine Chemikalien eben. Und sowas ist schon brutal. So, hier geht's raus. Dies ist ein privates Büro. Aha. Ist auch total sicher hier. Okay, aber ich sehe auch keinen Ghoul hier. Ist schon echt heruntergekommen hier. Muss man sagen. Alles hier Junkies. Aber auch kein Ghoul hier. Was jetzt? Du verschwindest meine Zeit, Mensch. Handeln, naja. Der hat Waffen. Und Jet. Natürlich. Naja, man kennt es doch. Okay, wir gehen. Tschüss, Flick. Flick dich.
Peckys, da war auch keiner. Also keine Ahnung. Hier soll ja angeblich irgendwo dieser eine Ghoul sein, der Kumpel. Das war doch ein Ghoul, oder? Ja doch, ich glaube, das war ein Ghoul, von dem uns die... Ja, das war ein Ghoul. Ich musste eben nochmal kurz überlegen, aber das war bestimmt einer. Aber ich finde den jetzt hier nicht. Und die stehen mir wieder im Weg. Ja, ihr seid toll, ne? Es ist so herrlich, ey, wirklich. Das ist einfach die Sache, wenn man zwei Kollegen dabei hat, dann... Also schon einer versperrt einem oft genug den Weg, aber bei zwei... Abstände ändern. Sollen uns ein bisschen verteilen. So. Ich stehe jetzt direkt neben dir. Also, du kannst jetzt gerne ein bisschen weggehen. So. Okay. Ja. Ja. Ich warte immer noch darauf, dass ihr weggeht. Das ist schon... Es ist... Also, das hätten sie echt verbessern müssen. Das war ja schon im ersten Teil so. Oh Mann, das mit der KI. Kampfkontrolle. Ich meine, wir sind jetzt nicht im Kampf drin, deswegen... Ist das etwas ärgerlich. Ja, passt ja soweit. Obwohl ich eigentlich eingestellt hatte, dass sie bei mir in der Nähe bleiben sollen, aber ich habe ja eben einen anderen Befehl wiedergegeben. Spreche! Das wär's erstmal. Was? Moment, jetzt habe ich aber... Ja. Wollte ich eben sagen, ich habe eben ausgewählt, dass er zurückbleiben soll. Also im März jetzt, können die mal weggehen? Abstand ändern. Bleib. Mann. Was? Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Sollten uns verteilen. Ausrüstung, bla bla bla. Kampfkontrolle. Es ist so herrlich. Custom. Bleib mal in der Nähe, habe ich hier aber noch eingestellt. Aber das gilt ja eigentlich für den Kampf, deswegen. Naja. Das war's erstmal. Tschüss. Im Ernst jetzt, könnt ihr mich bitte vorbeilassen? Ich speichere mal kurz neu. Ich hasse dieses Spiel. Laden. Die wollen da aber auch partout nicht weggehen. Okay. Nö, die wollen da nicht weggehen, Leute. Das ist das Spiel. Ah, sowas hasse ich echt wie die Pest. Da weiß ich nie, was ich machen soll. Moment, dann hatte ich das letzte Mal gespeichert. 9.41 Uhr. Ne, das war ja... Hä? 15. Dezember, 18. Dezember. Das war aber auch noch ein Klamatt. Ich will doch nur hier weg. Jetzt lass mich doch mal vorbei. Ja, oder bleib in meiner Nähe. Aber eigentlich sind sie ja schon in meiner Nähe. Ich will ja, dass sie weiter weggehen. Alles klar. So, hat der was? Ja. Zahltag. Boah, ich will jetzt den alten Spielstand nicht laden. Das gibt's doch nicht. Jetzt geht doch mal weg. Was ist denn das? Das ist ja echt unfassbar, Leute. Da will man einmal nach dem Ghoul Ausschau halten und dann wird man hier eingesperrt. Weil die KI wieder lustige Sachen macht. Das ist doch nicht wahr. Ach, komm ey. Ich kann nichts machen. Was soll denn das? So, $806 haben wir. Das war... Ich versteh's nicht.
denn ich will mich jetzt hier nicht, wirklich nicht aufregen, aber das ist ja schon, unfassbar. Also, merkwürdig. Denn, ja. Ja, bitte, ja, bitte, geh da, so. West Side. Ich gehe nochmal zur East Side, dass ich mich da nochmal umsehe. Ob hier irgendwo ein Ghoul am Schlafen ist, der schläft ja anscheinend die ganze Zeit. Ja, ansonsten. Also wir hatten eben noch diese optionale Aufgabe, dass wir den einen Ghoul finden sollen, der anscheinend schon etwas länger verschwunden ist. Wenn wir den jetzt nicht finden, dann finden wir ihn eben nicht. Ja, hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Ach. Jetzt gehen die mal hier rein. Die standen da ein paar Monate drumrum. Erst als ich jetzt die Tür geöffnet habe. Das ist ja merkwürdig. Wir hatten ja diesen einen Kampf. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Dann standen die ganze Zeit hier rum. Und jetzt sind sie reingegangen. Weil wir die Tür geknackt haben. Das ist ja mehr als merkwürdig. Also im Ernst jetzt. Das ist aber nur, ja, nur ein Jetty. Hust, hust, hust. Diese ganzen drogensüchtigen Prostituierten hier. Oder diese ganzen Drogensüchtigen, die zu Prostituierten werden. Das ist schon traurig. Da liegt nicht zufällig ein Ghoul, nee. Wo soll denn der eine sein? Na komm, ist jetzt auch egal. Finden wir ihn eben nicht. Okay. Hier entlang. Ich würde die Sklaven ja auch ganz ehrlich gerne befreien. Wenn wir mal irgendwann mal gut ausgerüstet sind, dann können wir gerne mal das ganze Gebäude stürmen und einfach alle niederschießen. Also, die Sklavenhändler eben, natürlich nicht die Sklaven. Die würde ich schon vom Prinzip her gerne befreien. Ja, okay, komm. Ich weiß, ich laufe jetzt hier schon wieder relativ lange rum. Hier ist auch kein Ghoul. Können wir hier entlang? Nee. Ja, kann er mal hier langlaufen. Okay, ich würde sagen, wir geben nochmal 750 Deckel aus, um endlich den Wagen vollständig zu haben. Das ist ja mein eigentliches Ziel die ganze Zeit. Ups, genau. Und dann können wir uns eigentlich direkt in einen neuen Ort aufmachen. Denn in den alten Örtlichkeiten habe ich nichts mehr zu erledigen. So, Kollege. Recht gut, Smitty, aber ich habe jetzt dieses Teil für die Kiste aufgetrieben und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, das ist also so ein Treibstoffzellenregulator, mit dem schaffst du mehr Kilometer pro Energiezelle. Ich kann ihn dir einbauen, wenn du mir dafür, sagen wir, $750 gibst. Das klingt nach einem fairen Angebot. Hier ist das Teil und, boah, also $750 finde ich schon ordentlich. Da hast du ihn. Ganz wie neu. Pass aber ein bisschen auf. Das werde ich. Danke, Smitty. Wiedersehen. Jetzt geht der Wagen bestimmt sofort kaputt. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Okay, wir speichern nochmal. Und jetzt stehlen. Wir versuchen es einfach mal. Ja. Au. Au. Wäre schön, wenn wir ihn umlegen könnten und dann unsere $2,750 wieder hätten, aber das wird wohl nichts. Das wäre zu schön. Ach ja. Du siehst Auto. Ach, so schön. Das Auto läuft mit 100% Energie. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Das heißt, wir können jetzt mit dem Wagen von Ort zu Ort düsen. Das ist sehr, sehr cool, Leute. Ich bin schon etwas... ich finde das schon ziemlich cool. So, einige Örtlichkeiten gibt es noch. Wir gehen Richtung Reading. Und wie ihr seht, können wir in kürzester Zeit von Ort zu Ort düsen. Und ich mag die Musik übrigens. Ach, hier sehen wir auch die Energie von dem Wagen, glaube ich, oder? Was machen wir denn, wenn der leer ist? Ich finde das schon extrem cool. Also, dass wir jetzt einfach, dass wir einen Wagen überhaupt haben, das ist schon extrem cool. So, wir sind jetzt in Reading. Ich sehe mich hier nochmal um. Genau, da oben haben wir jetzt schon wirklich alles abgesucht. Das heißt, Reading wäre jetzt die nächste Station, dann wahrscheinlich New Reno und Broken Hills. Wobei wir in Reading auch wieder neue Informationen in Erfahrung bringen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und am Ende dann Bunker 15. Aber wir gucken erstmal. Reading. Reading ist eine Bergbaustadt, hauptsächlich Gold. Von hier aus sind früher immer eine Menge Karawanen nach Bunkerstadt gekommen. Da wären wir, die drei Helden in Reading. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Ganze hier ist. Aber geht anscheinend hier hinten nochmal weiter. Sehr interessant. Immer wieder schön an neuen Örtlichkeiten anzukommen. Und hier steht sogar unser Wagen. Yay. Ja, dem Wagen will ich jetzt nichts geben. Das Auto läuft mit 94% Energie. Das ist jetzt nur die Frage. Was müssen wir denn machen, wenn der leer ist? Kriegen wir irgendwo Treibstoff her oder... Wie machen wir denn das mit dem Wagen? Ist jetzt schon mal schön. Aber, ja, 94, der wird schon relativ schnell leer gehen. Also wenn wir dann wirklich wieder von Ort zu Ort reisen, da muss ich dann aufpassen. Oder ich muss den irgendwo abstellen und dann für längere Reisen vielleicht. Also kurze Reisen kann man ja noch per Fußmarsch hinter sich lassen. Aber längere Reisen, da ist der Wagen schon extrem praktisch, ganz klar. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt die Örtlichkeit hier erkunden, beende ich die Aufnahme. Ich habe heute wieder ein paar Stunden aufgenommen. Ich glaube, die Session ging jetzt insgesamt... Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Wie lange ging die denn jetzt? 5 Stunden? Kann das sein? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher. Ja doch, 5 Stunden kann gut rumkommen. Boah, also ich muss sagen, Leute, die Zeit geht extrem schnell rum. Ich hatte ja vor ungefähr 2 Stunden eine kurze Pause gemacht, weil ich eben noch etwas erledigt hatte. Und da hatte ich dann 3 Stunden. Und ich wollte dann jetzt nochmal so ein gutes Stündchen aufnehmen. Und jetzt sind es schon wieder 2 Stunden geworden. Und das geht total schnell, Leute. Es kommt mir gar nicht vor wie 2 Stunden. Ich denke mir dann immer, ja, 1 Stunde kriege ich schon noch irgendwie rum. Und dann geht 1 Stunde rum wie nichts. Wirklich, das sind jetzt wieder 2 Stunden und... Das ging echt extrem schnell. Das macht echt verdammt viel Spaß, Leute. Ich bin wirklich jetzt ein großer Fallout-Fan. Ich glaube schon, also Fallout 1 hat mir schon extrem viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ja, ich weiß nicht. Eigentlich war ich schon sofort ein bisschen verliebt in das Spiel. Also Fallout 1 schon absoluter Klassiker. Und man kann schon sagen, eigentlich schon während dem Spielen war ich eigentlich schon wirklich ein großer Fan. Und nachdem ich Fallout 1 durchgespielt hatte... ja, ohne Frage, großartiges Spiel und jetzt Fallout 2. Ich bin eigentlich jetzt ein Fallout-Fan. Ich glaube, ich darf mich als einen solchen bezeichnen. Denn ich hatte ja vor Fallout 1, vor dem Fallout 1 Let's Play, hatte ich ja noch nie Fallout gespielt. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt Fallout gespielt habe. Und ich habe so viel Gutes über die Serie gehört. Und der erste Teil war einfach großartig. Also wie gesagt, ich war eigentlich dann schon... großer Fan, nachdem ich mit dem Spiel angefangen hatte, und Fallout 2 setzt für mich echt nochmal die Krone drauf. Also Fallout 2 finde ich echt großartig. Gerade was jetzt diese ganzen popkulturellen Anspielungen und den Humor. Der Humor ist wirklich unfassbar gut. Ich liebe das hier. Ich liebe die Dialoge und ich mag das Gameplay, ich mag das komplette Spiel. Bin ich sehr großer Fan von und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.